So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Xeres Rückkehr. Ja, wir sind jetzt ins Portal wieder gegangen. Zurück. Zurück nach Corinus. Und ja. Kuckuli Doodle. Jetzt geht's wieder. Und ja, genau. Ich gehe jetzt erstmal nach Corinus. Das liegt doch auf der. Wait, warte mal, stopp. Ich guck mich jetzt erstmal hier nochmal um. Ethan und Cavalon ist jetzt hier. Als ob ich nicht schon. Interesting. Cavalon ist am Start und meine Legs auch. Glaubst du? Mal gucken, ob das an anderem Ort anders ist. Ja, an anderem Ort ist das anders. Da gibt's nämlich keine Legs, Mama. Genau, und ich sollte doch jetzt eigentlich von Cavalon meine Rüstung bekommen, oder? Du brauchst gar nicht zu fragen. Hier ist deine schöne neue Gravlar-Platenrüstung. Viel Spaß damit. Ich wollte gerade sagen, ich hätte Wolf jetzt aber auch furchtbar verdroschen, wenn er die jetzt nicht rausgerückt hätte, Alter. Boah, ja, endlich. Endlich Qualität an meinem Körper. Endlich. Und wenn ich jetzt noch, bitteschön, hey, meinen Rohstall kriege. Lass uns handeln. Als ob ich nicht schon. Ja, endlich. Oh Mann, ey, wie lange habe ich darauf gewartet? Ne? Der hier. Das sind doch alles, als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Aber da, den kann ich noch lange nicht verwenden, ey. Mich braucht wie läuft das nicht zu fragen? Im Moment nicht so gut. Möge mich Belia holen. So von gestern auf heute hat Torloff mir den Auftrag entzogen. Ich darf jetzt allein ausschließlich Rüstung schmieden. Das ganze Gold geht nun an Harad. Will gar nicht wissen, was der wieder für schmutzige Geschäfte gemacht hat, um mir die Arbeit wegzunehmen. Hehe, vielleicht waren wir dafür verantwortlich. Okay, warte mal. Kurz Audio. Okay. Auf zur Hafenstadt. Hat Diego irgendwas Neues jetzt für uns? Hey, du! Nö. Wir sehen uns, hoffentlich. Wir gehen jetzt erstmal zu Harad und holen uns noch ein paar Rohstahlstücken dann am Markt und dann. Hey du, komm mal her. Was ist los? Ich brauche dringend deine Hilfe. Worum geht es? Ich habe keine Zeit, dir alles zu erzählen. Sie kommen jeden Moment. Also hilfst du mir? Klar, wie kann ich dir helfen? Ich habe hier ein Päckchen Sumpfkraut, verstecke es sofort. Warum soll ich es verstecken? Mach schnell, die Medizin können jeden Moment kommen. Irgendein Hund hat sie auf mich gesetzt, also geh. Wo soll ich das Päckchen verstecken? Oh Mann, ey. Es gibt hier im Hafenviertel ein Lagerhaus, versteck es dort in einer Truhe. Und jetzt verschwinde, bevor die Miliz da ist. Hast du von Reiher und Aldins Schaf gehört? Wer erzählt? Naja, machen wir das mal. Ich meine, wir sind Anti-Held, wir sind Diener Belias, also können wir das schon mal machen. Oh, mit so einer Rüstung rumzulaufen ist endlich viel entspannter. Oh Mann, ey, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Welches Level bin ich jetzt eigentlich? 18 oder 16? Kannst nicht genau erkennen, sieht aus wie eine 8. Könnte das 18 schon sein mittlerweile. So, dann legen wir das mal in die Truhe, in der wir es in Gothic 2 bergen. Nämlich hier hinten in die Truhe. Na gut. Aber sauber erledigt. Ich dachte, wir müssen das jetzt hier vielleicht Jana geben oder so. Aber scheint not der Fall zu sein. Naja, was soll's. Können wir jetzt mit dem reden nochmal? Ja, Picasso ist jetzt weg. Hey, du! Ich hab dein Päckchen versteckt. Sagst du mir jetzt, was es damit auf sich hat?
Na gut, in letzter Zeit hat mir die Mädels öfters aufgelauert. Sie glauben, dass ich hinter dem vielen Sumpfkraut stecke. Steckst du doch auch. Ja, aber das wissen nur sehr wenige und schon gar nicht die Mädels. Von welchem Hund hast du vorhin gesprochen? Wie bereits gesagt, das wissen nur die wenigsten und irgendeiner in der Kaserne weiß zu viel. Bevor ich es vergesse, du hast mir den Arsch gerettet. Die Mädels war bei mir und hat mich nach Sumpfkraut durchsucht. Die werden auch immer dreister. Wie auch immer, du bist ein anständiger Kerl und aus dir kann noch was werden. Was meinst du damit? Wenn du willst, kann ich dich meinem Chef vorstellen. Könnte ein gutes Wort für dich einlegen. Gut, und wo ist dein Boss? Am besten gehst du alleine, ich bin viel zu auffällig. Geh zum schlafenden Geldsack, in der Nähe der Kaserne. Sag Hanna, dass Sumpfkraut mit Bohr dich schickt. Gut, ich werde es machen. Ah, jetzt kommen wir in die Untergrundgilde wahrscheinlich. In die Banditengilde. Auch interessant. Hey, du! Hast du wieder was zu tun für mich? Schon länger. Ich warte nur darauf, dass du dich mal wieder zeigst. Was gibt's denn? Den Hohn war hier. Er hat mir verboten, die Schwerter an die Söldner zu liefern. Er glaubt wohl, das würde mich von irgendetwas abhalten. Auf die Paladine pfeif ich doch. Die haben mir gar nichts mehr zu sagen. Allerdings komme ich nicht mehr durch die Stadttore. Die Wachen dort warten nur darauf, mich zu filzen. Deshalb wirst du einen Weg finden, die Waffen bei Torlof abzugeben. Teleportiere dich oder mach was dir gefällt, Hauptsache, die Wachen entdecken die Lieferung nicht. Ich bekomme für die Schwerter 2000 Gold von Torlof. Die bringst du mir dann zurück. Okay. Machen wir, Chefchen. Und das Meer gab das Land frei. Und es entstanden alle. Ah ja, ich wollte zum Markt. Bäume wie Tiere. Wölfe wie Schafe. Und zuletzt labert mich jetzt die Wache dort nicht voll. Ich mache jetzt mal um jede Miliz einen großen Bogen. Der arme Kerl kann einem leid tun. So. Hey. Lass uns handeln. Weil ich kenne doch das Prinzip. Die quatschen mich jetzt alle voll. Und das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. So, jetzt habe ich erstmal genug Rohstahl, um wieder nach Kurata gehen zu können. Jetzt gehe ich nochmal zu... Geh, was sagst du zu der Sache mit Blutwünns Geldeintreiberei im Lager damals? Was? Ist doch schon lange her, wen interessiert's? Bist du also doch der Typ aus der Kolonie damals? Was meinst du? Ich war damals Butler im alten Lager und glaubte dich als Mitgefangenen wiedererkannt zu haben. Um auf Nummer sich gehen zu wollen, habe ich dir diese Frage gestellt. Und wozu das Ganze? Nun, ich habe da ein Problem, das ich nicht unbedingt jedem kleinbürgerlichen Spießer aus dieser Stadt anvertrauen kann, sondern lieber einem anderen Ex-Knacki. Was soll ich für dich machen? Ein Kumpel von mir hat ein Lager bei der Brücke nahe der Taverne. Ich habe allerdings erfahren, dass ein kleiner Mädelstrupp dorthin aufgebrochen ist. Du musst ihn unbedingt warnen. Ich glaube da nicht dran. Kumpel, das könnte Franco sein. Franco, der Halsabschneider. Der goldene Kompass der Esmeralda wurde gestohlen. Hier. Aber ich muss jetzt erstmal zu Wambo. Ich Wambo, du Wambo, er sie es Wambo. Die Wambologie, die Lehre des Wambo. Hey, du. Lehre mich. Umgang mit Ein- und Zweihändern. Wie, nicht genug Geschick. Oh, jetzt Geschick dafür, oder was? Das ist jetzt echt bitter. Das ist jetzt echt bitter. Ich bilde mir ein, dass ich irgendwann mal in den ersten 10 Folgen irgendwie einen Kommentar gelesen hatte, wo mich einer gewarnt hatte, dass ich irgendwann Geschick brauche, um hier weitermachen zu... Oh, das ist jetzt hart. Hey! Das ist jetzt hart. Lehr... Warte mal, kann ich wenigstens... Digga, ich kann jetzt überhaupt nichts mehr machen damit. Ach du Scheiße. Das ist jetzt bitter, jetzt muss ich doch auf Geschick gehen. Das ist bitter. Na gut, ich gebe erstmal die Schwerter ab.
Geh dann zu Diego und... Oh Mann, ey, jetzt muss ich doch Geschick lernen. Das ist ja jetzt echt übel. Meine Meinung kennst du ja schon. Okay, verdammt. Na gut. Vielleicht lohnt sich's ja dann, weil es sich aufs Schlösseröffnen positiv auswirkt. Daran glaubt sich. Nee, Quatsch, ich will gar nicht mit dir reden. Ja, mit dir will ich reden. Eine Waffenlieferung von Harad. Das wurde aber auch Zeit. Wir haben schon seit Tagen darauf gewartet. Die Paladine waren nicht damit einverstanden, dass Harad für euch arbeitet. Das verstehe ich gut. Aber das Schlitzo hat's dann ja doch geschafft. Dann lass mal sehen. 5, 10, 15, 17, bloß 17 Schwerter? Wir hatten 20 bestellt. Bist du dir sicher? Ja. 20 Schwerter zu je 100 Goldmünzen. Ganz klare Rechnung. Dann gibst du mir jetzt das Gold und ich sag Harad, dass er noch 3 Schwerter schmieden soll. So läuft das nicht. Wir bezahlen nur das, was wir auch bekommen. Wenn Harad mehr will, soll er schnell liefern, sonst überlegen wir es uns vielleicht anders. Der arme Kerl kann eine Leitung. Oh, warte. Nicht genug Mana. Blauflieder. So. Okay. Ja, jetzt im zweiten Kapitel gibt es eine Menge neue Quests. Na mal schauen. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Aber guck mal, es gibt bestimmt Erfahrungspunkte. Hey, du! Du hast mir nur 17 Schwerter mitgegeben. Rep keinen Stuss. Es waren 20 Schwerter, wie bestellt. Torlof hat was anderes behauptet. Und nur 1700 Gold bezahlt. Du hast mitgezählt. Dann hat er gelogen. Ich verzähle mich doch nicht um 3 Schwerter. Er will noch 3 Waffen haben, bevor er die restlichen 300 Gold zahlt. Na gut, das ist dann dein Problem. Was? Wieso meins? Weil du mir 2000 Goldstücke geben wirst, kapiert? Aber, sonst kannst du deine nächste Lektion vergessen. Oh Mann. Nö. Sehe ich gar nicht ein. Na gut, okay. Na gut. Aber wie bekomme ich dann die 300 Gold von Torlof? Schmiede ihm eben noch 3 stinknormale Schwerter, dann wird er schon zufrieden sein. Und was wirst du mir heute beibringen? Ich will dir etwas beibringen, was jeder Schmied wissen sollte, was aber nur die wenigsten wirklich wissen. Ich werde dir zeigen, wie du eine wirklich dauerhaft scharfe Klinge herstellst. Das Schärfen an sich ist ein Kinderspiel. Allerdings neigen Anfänger und Blender dazu, den Schneidwinkel der Klinge zu gering zu wählen. Kurz gesagt, die Klinge schneidet durch Holz wie durch Butter, aber nach zweimaligem Gebrauch hat sie sich abgenutzt oder bricht im schlimmsten Fall. Da die Metalle, mit denen wir arbeiten, meistens keine gute Qualität haben, ist es deshalb viel eher angebracht, den Schneidwinkel zu erhöhen. Damit erzielt man dann nicht so spektakuläre Resultate, aber die Waffe bleibt lange scharf. Wenn du mir nicht im Weg herumstehst, kannst du ja mal am Schleifstein üben. Okay. Na mal schauen. Ah, guck mal. Hab ich einen leichten Zweihänder geschärft. Ende. Immerhin 10 Damage mehr. Geil. Das ist geil. Okay, dafür hat es sich dann doch gelohnt. Sollte ich die anderen Schwerter auch schärfen? Vom Wert her erhöhen sie sich ja nicht jetzt, aber... Gregs alter Piratensäbel. Oh, den habe ich wohl in Jakendar gefunden. Ja, die anderen Sachen muss ich ja nicht schärfen zwingend.
Okay, warte mal, wie viel Rohstahl habe ich denn? Ich muss jetzt nämlich aufpassen. Ich handle stets. Brauche 6 Rohstahl. 9 habe ich, okay. Das heißt... Hey! Ach, jetzt komme ich nicht zum Schmieden. Na gut, muss ich später machen. Kann ich auch auf dem Großbauernhof machen. Okay. Wenn ich jetzt einmal hier bin, dann können wir ja auch mal zu Hannah gehen. Und uns mal eine Liebesgilde vorstellig machen. Warte mal, ich habe nur die 10 Lernpunkte. Ich wollte jetzt nochmal zu Diego gehen und mir Geschick beibringen lassen. Müssen. Obwohl ich nicht wollte. Das ist gegen meinen Willen. Bring mir was bei. Was willst du? Will Geschick lernen, muss Geschick lernen. Wir sehen keine uns andere Wahl, ey. Naja. Hoffentlich bricht mir jetzt der Dietrich nicht so oft ab. Dann hätte es sich ja schon mal gelohnt. Okay, das heißt, wir gehen jetzt zu Hannah. Und machen uns mal der Liebesgilde vorstellig. Beziehungsweise, ja, stellen uns halt mal dort vor. Und schauen mal, was wir dort so, ja, lernen können, ob wir vielleicht bekannte Gesichter wiedersehen. Wäre natürlich sexy. And I know it. Okay. Was soll mir mit der Rüstung schon passieren? Sumpfkrautmüll, du schickt mich. Oh, ein neuer, was? Was seid ihr überhaupt? Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gehört, aber ihr habt es ja notfalls lesen können noch. So, naja, gut, dann kommen wir jetzt halt in die Liebesgilde. Oder irgendeine andere Gilde, je nachdem. Mich wundert ja gar nichts mehr. Ja, doch, ist die Liebesgilde. Was willst du hier? Na, wer bist du denn? Ich bin die Chefin der Diebe. Hier bin ich also gelandet. Wieso bist du hier? Hannah würde niemals einem Fremden Zutritt gewähren. Sumpfkrautmüll schickt mich, er meinte, ich sei ein anständiger Kerl und aus mir könnte noch was werden. Hem. Was hast du gemacht, um sein Vertrauen zu gewinnen? Normalerweise traut er niemandem über den Weg. Ich habe ihm den Knast erspart, indem ich sein Krautpickchen versteckt habe, bevor sich die Miliz ihn vorgeknüpft hat. Das wird immer schlimmer. Sehr schwer heutzutage als Dieb über die Runden zu kommen. Jeder schaut dem anderen auf die Finger und dann rennen sie wegen den kleinsten Verdächten direkt zu Lord André. Was ist hier eigentlich los? Bevor ich dir das erzähle, muss ich wissen, ob ich dir vertrauen kann. Willst du in meine Diebesgilde beitreten? Entscheide zwischen Reichtum und Tod. Was? Du willst mich töten, wenn ich euch nicht beitrete? Ja, mir wird keine andere Möglichkeit bleiben. Ja gut, wir sind Diener Belias, also komm. Nun gut, ich wollte schon immer ein flinker Dieb werden. Ich nehme dich herzlich in unseren Reihen auf. Von einem flinken und guten Dieb bist du noch weit entfernt. Als erstes musst du dich beweisen, indem du mir 2000 Goldmünzen bringst. Ich werde dir den Taschendiebstahl lehren. Dann mache ich dich mit den anderen Dieben vertraut. Ja gut, das ist ja jetzt noch nicht drin. Das Gold hätte ich zwar schon, aber... Die Lernpunkte halt noch nicht. Mist, der ist abgebrochen. Rechts, links. Mist, der ist abgebrochen. Rechts, links, rechts, links, rechts. Mist, der ist abgebrochen. Rechts, links, rechts, links, rechts, rechts. Ja. Und dann habe ich schon mal 10% zusammen von diesen 2000 Quatschstücken. Wer bist du? Du bist Jasper, ne? Genau. Hey. Du hast aber nichts zu melden. Na gut, dann gucke ich mich jetzt mal hier um. Hier ist ja alles voll, ne? Der goldene Kompass der Esmeralda wurde gestohlen. Der Dieb konnte scheinbar nachts unerkannt durch das Ostrohr entkommen.
demjenigen, der den Dieb stellt und ihm den Kompass entreißt, ist geboten, das wertvolle Stück unverzüglich zu Lord Andre bringen. Okay, also der goldene Kompass wurde geklaut. Was willst du hier? Mich mal umgucken und vielleicht eure Kisten hier hinten plündern. Ich soll 2000 Goldstücke zu Cassia bringen. Sie hat ja nicht gesagt, wessen 2000 Goldstücke es sein sollen. Rechts. Mist, der ist abgebrochen. Rechts, rechts. Mist, der ist abgebrochen. Rechts, rechts, rechts. Wow. Was für eine rechte Truhe. Links, rechts. Links, rechts, rechts. Mist, der ist abgebrochen. Links, rechts, rechts, rechts. Links, rechts. Okay. Oh, 50 Goldstücke. Also irgendwie merke ich noch nicht so viel davon, dass ich mit mehr Geschick die Truhen einfacher knacken kann. Das ist irgendwie hier noch nicht so drin, Mami. So. Speichern bringt eigentlich nichts, aber sogar. Hier links, rechts, links. Mist, wieder von vorn. Links, rechts, links, links. Mist, der ist abgebrochen. Links, rechts, links, links, links. Mist, der ist abgebrochen. Links, rechts. Links, 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 rechts. Okay. Oh. Das kann man doch mal gebrauchen. Heißt, wenn wir jetzt auch Geschick lernen, dann können wir ja theoretisch auch irgendwann anfangen, auf irgendeine Fernkampfwaffe zu gehen oder so. Aber eigentlich will ich ja so ein bisschen auf Zauberei gehen, aber das hat sich damit jetzt auch schon wieder erübrigt irgendwie. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Egal. Haben wir unten schön geplündert, ein paar Erfahrungspunkte einkassiert, eine neue Quest bekommen. Beziehungsweise, ich soll ja erstmal Taschendiebstahl lernen und dann die 2000 Goldstücke bezahlen. Von daher ist das ja alles cool. Jo, und jetzt wollen wir eigentlich nach Kurata nochmal zurück, um dort die Quests mit den Schweren, beziehungsweise mit den Nägeln zu machen und mit den Dietrichen, genau, damit ich neue Dietriche habe. Und dann gehe ich wieder zurück nach Jacenda. Alter, wie der Anselm das gesagt hat, ey, ich war verzweifelt in dem Moment, als er wirklich Jacenda gesagt hat. Da dachte ich mir in dem Moment nur so, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt, Alter. Jacenda hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Naja, gut. Aber endlich eine bessere Rüstung. Und damit lässt sich doch arbeiten, würde ich jetzt mal behaupten. Damit lässt sich doch arbeiten. So. Und hier hatte ich auch was übersehen, nämlich ist hier hinten noch ein Trank. Beziehungsweise noch ein Lederbeutel zusätzlich. Okay. Halt, stopp, wir müssen hier ausruhen. Boah, jetzt leckt das hier wieder, ich fass es nicht. Kodierung überlastet. Yeah. Okay, Leute, tut mir leid. Warte mal, ich habe eine andere Idee. Ich habe eine andere Idee, Leute, sorry. Dass ihr jetzt hier diese Lecks mit ansehen müsst. Aber wir machen Folgendes, damit das nicht mehr der Fall ist. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Ah ja, das war dieser Teleport-Obelisk. Aber wir porten uns jetzt mal hier weg. Denn hier gibt es massivste Probleme, ey. Manchmal klappt das ohne Probleme und manchmal fängt das dann an, ultra hart rumzuspinnen. Ich check das manchmal nicht. Aber naja, was soll's. Wenn ich das jetzt halt wieder so machen müssen, dass ich den Renderer wieder rausnehmen muss. War unfassbar ärgerlich, aber naja, was soll's. Geht ja in dem Moment erstmal nicht anders. So, wir reisen mal jetzt nach Kurata zurück. Das machen wir noch alles in der Folge hier. Ganz entspannt. Erledigen wir jetzt sozusagen, was wir erledigen können noch. So. Da haben wir auch auf jeden Fall einiges geschafft. Die große Frage wäre jetzt nur: The Big Price Question.
Inwiefern? Ach man, ich werde schon wieder eiskalt vorbeigelaufen, ich Idiot. Jetzt wieder eiskalt vorbeigelaufen. Ja, die große Preisfrage wäre jetzt halt nur, inwiefern wird sich das auswirken? Na, mal gucken. Eine Lorefahrt, die ist lustig. Eine Lorefahrt, die ist schön. Auf nach Korata. La 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 la. Das Spiel ist abgestürzt. Das ist gar nicht so toll. Na gut. Dann mache ich hier einen Cut. Und in der nächsten Folge geht es dann in Korata weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao. Schön. Okay, dann sehen wir uns vielleicht jetzt in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao.